Dann auch von meiner Seite nochmal ein ganz herzliches Willkommen hier aus unserer kuscheligen kleinen Sofaecke am Brandenburger Tor. Sind wir zuvor auch noch nicht gewesen, aber ich glaube, es ist ein bisschen was anderes hier, oben in so einem Wohnzimmer zu sitzen und von hier aus eine Diskussion mal zu führen, die im Wesentlichen aber natürlich digital stattfinden wird. Ja, wir sind sozusagen auf den allerletzten Metern der Zielgeraden einer Legislaturperiode, in der das Thema Klimaschutz und Energiewende eine unfassbare Dynamik und eine neue Relevanz bekommen hat. Ich glaube, dass wir uns so ziemlich alle darüber einig sind, dass das etwas Gutes ist, dass wir uns diesen erheblichen Herausforderungen, die uns alle, unser gesellschaftliches Leben, unser Wirtschaften etc. auf maximale Art und Weise betreffen, dass wir uns dem seit ein paar Jahren noch deutlich intensiver stellen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und in Zukunft muss es noch deutlich mehr werden. Ich glaube, das ist auch jedem bewusst, welche Bundesregierung auch immer da im September, Oktober dann neu an den Start gehen wird. Das Päckchen, das direkt mal beim Klimaschutz zu schultern sein wird, das ist ganz erheblich. Aber es ist ja auch wirklich ein tolles, schönes Thema. Ich freue mich erstmal sehr, dass wir dazu eine tolle Runde heute zusammenbekommen haben. Direkt neben mir in der Sofaecke, darf ich mal Hallo sagen, sitzt Eckhard Pohls von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Hallo. Herr Pohls hat nicht nur deswegen ein Heimspiel, weil er hier neben mir sitzt, sondern auch, weil er ein Glasermeister aus Lüneburg ist. Das freut uns natürlich sehr, sozusagen auch ein bisschen mit eigener Branche hier zu haben. Hallo, schön, dass Sie da sind. Danke. Sehr gerne. Und dann würde ich ganz gerne auch mal auf meinem Monitor die anderen Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmer sehen. Das kann ich nämlich im Moment noch gar nicht. Ich möchte aber, ja, jetzt sehe ich wieder, habe ich ein paar Gesichter. Ganz wunderbar. Dann mache ich mal weiter mit Frau Dr. Julia Fehrlinden, Bündnis 90 Die Grünen. Seit vielen Jahren auch bei uns in unseren Themen Energie, Energiewende, Energieeffizienz etc. mit dabei. Sehr beschlagen und bewandert und Sprecherin für Energiepolitik der Grünen Bundestagsfraktion. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Sagen Sie gerne einmal Hallo, damit wir gucken, ob wir Sie auch hören können. Hallo, ich höre Sie allerdings ein Okay, alles bisschen klar. raschelig. Vielleicht haben Sie ein paar Papiere, die immer gegen das Mikro schlagen. Kann Das ist das ein sein? wichtiger Ist Hinweis irgendwas für mich. rauschend? Ich hab hier keine Papiere, die irgendwo gegenschlagen, aber vielleicht lässt sich das technisch lösen. Wir haben hier mehrere Mikrofone aufgebaut. Vielleicht können wir es auf dem Weg Okay. machen. Direkt neben Ihnen, Frau Fehrlinden, sehe ich Ralf Lenkert von der Linken. Auch seit vielen Jahren in unseren Themen immer mit dabei, schon auf vielen Runden, in denen ich auch gewesen bin oder die ich auch mitverfolgen durfte, immer wieder dabei gewesen. Maschinenbautechniker und Obmann im Umweltausschuss. Herr Lenkert, schön, dass Sie dabei sind. Ja, schönen guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung. Ganz wunderbar. Mir fehlt noch Timon Gremmels, den ich im Moment gerade nicht sehe. Ist er dabei? Ja, okay. Sonst mache ich einfach mal. Ne, wir machen es einfach mal so. Ich sehe schon Herrn Neumann. Hallo, Herr Professor Martin Neumann von der FDP-Bundestagsfraktion. Eigentlich auch Professor für technische Gebäudeausrüstung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie tätig. Sie sind auch mal Energieberater und Sachverständiger gewesen, auch aus vielen Diskussionsrunden bekannt. Wunderbar im Thema. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Neumann. Ja, vielen Dank für die Einladung. Guten Tag in die Prima. Runde. So, und jetzt muss ich noch mal fragen, wie ist es bestellt um Timon Gremmels von der SPD? Ah, ich höre gerade, vielleicht ist das eine interessante Information für Sie, Herr Gremmels. Sie sind eingewählt, aber wir haben hier von Ihnen weder Webcam-Signal noch einen Ton. Vielleicht lässt sich das noch irgendwie lösen. Ich würde sagen, wir machen es einfach so. Sobald wir es vielleicht geschafft haben, Sie in die Runde reinzuholen, müsste ich Sie eigentlich hier auf dem Monitor sehen und dann sagen wir noch mal kurz Hallo. Aber damit wir jetzt nicht zu so viel Zeit verlieren, denn wir haben eine Stunde Zeit, um viele interessante Sachen zu diskutieren, legen wir einfach direkt mal los. Wir haben eben eine ganze Menge gehört zum Thema Fachkräfte. Gutes, wichtiges Thema. Ich glaube, wir sind uns alle einig darin, dass auf der Strecke hin zur Erreichung von Energie- und Klimazielen die Fachkräfte, die wir brauchen,
um am Ende die Sachen in den Markt zu bekommen, sagen wir mal, zumindest eine Herausforderung sind, der wir uns alle stellen müssen. Ich möchte aber jetzt eingangs noch mal einen kleinen Schritt zurücktreten und mal gucken, wo stehen wir denn jetzt eigentlich in diesen Themen Energiewende und Klimaschutz? Wie groß ist denn eigentlich die Herausforderung? Was ist los? Ich gebe nur mal zwei Zahlen rein, die Sie alle kennen. Die sind jetzt eigentlich mehr für die Runde draußen gedacht. Das Ziel für das Jahr 2030. Herr Mess ist jetzt hier, hallo. Mich jetzt hören. Liegt im Moment der Novelle des Klimaschutzgesetzes bei 67 Millionen Tonnen CO2. Das sind ungefähr 45% weniger, als wir heute haben. Und das binnen 8 Jahren. Ja, also ganz, ganz platt gesagt, wir müssen binnen 8 Jahren ungefähr die Hälfte CO2 aus dem Gebäudesektor rausziehen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das eine unfassbare Mammutaufgabe ist. Plus, wenn man zumindest mal ganz grob schaut, was wir jetzt an Ergebnissen in der ersten Evaluation des Klimaschutzgesetzes hatten, da sieht es ja zumindest mal so aus, dass der Gebäudesektor im Moment nicht wirklich auf Kurs ist, um sich dieser Mammutaufgabe zu stellen. Das kann man aber so oder so bewerten. Man kann auch das Jahr 2020, da kann man so ein bisschen Corona-Effekt auch zugute schreiben. Man kann auch sagen, das war für viele Maßnahmen, die die Große Koalition angeschoben hat, jetzt mal das Anlaufjahr, wäre auch eine Interpretation. Aber auf jeden Fall, es fehlen schon ein paar Tonnen CO2. Ich möchte gerne mal in einer Runde von Ihnen wissen, -45% in 8 Jahren, schaffen wir das? Da gehe ich eigentlich mal davon aus, dass ich von Ihnen allen ein Ja höre. Aber was mich wirklich interessiert, ist die Frage, was müssen wir ganz grundsätzlich in der nächsten Legislaturperiode anfangen, politisch anders zu machen? Und da geht es mir jetzt nicht um den ganzen Katalog an Maßnahmen. Ja? Ich bin mir sicher, da könnte jeder jetzt eine Dreiviertelstunde alleine reden, sondern es geht mir um die Strategie. Wo müssen wir komplett anders ansetzen, um diesen Gebäudesektor jetzt endlich mal auf Kraft zu kriegen? Und ich fange gerne mal an mit Frau Dr. Ferlin. Sie haben den Aufschlag. Bitte sehr. Ja, mal ganz kurz, bin ich denn jetzt zu hören? Ich habe mich jetzt telefonisch eingewählt. Geht das jetzt? Ah, ja, Herr Gremmel. Ja, Timon Gremmel. Da sind. Ja, wunderbar. Ja, man kann Timon gut hören. Also ich würde sagen, fürs Erste geben wir uns damit zufrieden, dass wir Sie hören können. Wir werden Sie nicht aus dem Blick verlieren, bin ich mir sicher. Ja? Und wir nehmen Sie in die Runde mit rein. Jetzt also nochmal ein herzliches Willkommen an Herrn Gremmels, SPD-Bundestagsfraktion. Auch ein oft gesehener Gast in Runden, wo es um Energie, Energiewende, Klimaschutz und so weiter geht. Schön, dass wir Sie jetzt hören können. Aber jetzt nochmal an Frau Verlinden. 45%, 8 Jahre, Mammutaufgabe. Wo ist die Strategieänderung? Ja, also die Strategieänderung hätte natürlich schon vor 4 Jahren passieren müssen. Das ist ja so das Dilemma bei diesem Thema. Je länger man wartet, desto größer wird die Herausforderung. Deswegen ist es ja auch so bedauerlich, dass entsprechende Weichen in dieser Legislaturperiode eben nicht gestellt worden sind. Aber das ist ja jetzt auch müßig, darüber zu diskutieren, sondern jetzt geht es ja darum, wie wir vorankommen. Und ich finde, dass Sie vollkommen recht haben. Es ist ein Instrumentenmix, es ist ein breites Bündel von Maßnahmen, was man tun müsste. Und deswegen besteht die Strategie auch eben nicht nur aus einer einfachen Antwort in einem Satz. Aber es ist wichtig, dass wir auf jeden Fall im Bereich der Standards, im Bereich der Förderung und vor allen Dingen auch in dem Bereich Beratung, Information alles jetzt auf Klimaneutralität ausrichten müssen, dass wir, wenn wir neu bauen, jetzt schon klimaneutrale Gebäude errichten. Das muss jetzt schon die Ambition und das Ziel sein. Und wir müssen mehr Menschen dazu motivieren, zu sanieren und sie dabei entsprechend unterstützen. Und dabei müssen die Förderprogramme auch darauf ausgerichtet sein, dass die Gebäude dann auch tatsächlich auf Klimaneutralität hin saniert werden. Und dabei helfen unter anderem ja auch die Sanierungsfahrpläne, die Menschen dabei entsprechend zu beraten und das alles gut aufeinander abzustimmen. Also insofern ist es sehr viel zu tun und vor allen Dingen ist auch sehr viel Geld in den Haushalt einzustellen, um eben diese Förderprogramme auch entsprechend auszurichten. Vielen lieben Dank, Frau Verlinden. Von allem mehr und mehr Geld. Ich gehe jetzt gerne mal rüber an Herrn Neumann. Wie sehen Sie die Sache? Stimmt die Analyse soweit? Haben wir zwar im Wesentlichen das Richtige getan, aber von allem zu wenig und müssen von allem mehr machen, oder ist der Ansatz eigentlich woanders? So, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und auch für das Thema. Wir können mal weiter ausführen. Wenn wir so weitermachen, wie wir es jetzt machen, wird das
nicht erreicht werden können. Also das beginnt letztendlich auch darum, dass wir wirklich einen systemischen Ansatz brauchen. Also nicht nur einzelne Brocken uns vornehmen. Und wir merken das ja jetzt wirklich ganz spürbar. Da kann man jetzt Zahlen, die will ich gar nicht nennen, die kennen Sie ja alle, dass wir gerade im Gebäudesektor tatsächlich ja, ganz vorn stehen. Und man muss jetzt überlegen, man weiß nicht, wo man anfangen soll. Also aus meiner Sicht muss die nächste Legislatur eine Art Energiemanagementplan aufstellen. Das, wir brauchen eine Roadmap und wir haben ja gesehen, dass diese einzelnen Maßnahmen, also dieser nationale Alleingang, also die Frage, wie kriegen wir das mit der Energie hin, sind also im Grunde genommen wirklich auf einer Stelle, an einer Stelle angekommen, wo wir merken, dass es immer teurer wird und die Ergebnisse tatsächlich zu wünschen übrig lassen. Und wenn ich mal zusammenfasse, wir hatten ja vergangene Woche, weil Frenkert war leider nicht dabei, er wird mich informiert haben, wir haben ja im Parlamentskreis Sektorkopplung genau über das Thema gesprochen. Und eines muss man noch mal ganz klar hervorheben. Es sind viele Dinge, die gleichzeitig gemacht werden müssen. Also Fachkräfte hatten Sie angesprochen. Aber da geht es mir nicht nur um die Monteure, sondern das muss vorher anfangen. Das Thema Ressourcen, das Thema Material ist ja vorhin gar nicht angesprochen worden. Wiederverwendung von Materialien, weil in jedem Material, wenn es verarbeitet wird, Energie steckt. Das ganze Thema Normung. Also es gibt Normen, die schreiben vor, dass man Materialien nach einer gewissen Zeit rausschmeißen muss, obwohl sie brauchbar sind. Also dann das Thema, also systemisch habe ich gerade gesagt, meiner Ansicht nach muss das sozusagen unter eine Gesamtrolle fallen an der Stelle. Und ich glaube, wir haben festgestellt, dass der Staat als Energiemanager bis dato versagt hat. Also wir sind nicht an der Stelle, wo wir eigentlich sein müssten. Die Ziele sind verschärft und im Grunde genommen ja auch richtig. Nur muss es jetzt die Möglichkeit geben, für Wirtschaft und Industrie natürlich auch Planbarkeit zu machen. Es müssen da Strategien her. Und ich bin also der festen Überzeugung, es gibt so viele Baustellen. Und jetzt gab es ja letzte Woche da die Vorstellung, wie macht man das? Man muss das koordinieren. Man muss quasi, es gab den Begriff Masterplan. Egal welchen Begriff wir jetzt hier wählen, es muss meiner Ansicht nach tatsächlich hier getan werden in Forschung und Entwicklung. Es müssen Dinge zusammenkommen. Ich selbst habe ja den gleichen Prozess, über den wir jetzt in der Gesellschaft reden. Den hatten wir Anfang, Mitte der 2000er Jahre im Bereich der Gebäudetechnik, wo man also versucht hat, mehrere Systeme miteinander zu verbinden, damit Vorteile des einen Systems mit dem anderen, mit den Nachteilen des anderen Systems verbunden werden. Ich glaube, das ist machbar. Da gibt es viele Grundsätze, über die wir nochmal streiten müssen. Aber wichtig ist, glaube ich, dass es in eine Hand gehört. Es muss tatsächlich auch gesteuert werden. Der Prozess muss über eine Roadmap gesteuert werden, damit wir tatsächlich zum Erfolg kommen. Ich sehe da im Moment noch nicht so ganz den Horizont, wie wir da hinkommen wollen. Soweit aus meiner Sicht. Ein Punkt. Wir haben hinterher auch noch mal einen kleinen Block, wo wir das vielleicht noch mal ein bisschen genauer beleuchten können. Systemischer werden, mehr managen. Ne? Ich gebe mal direkt rüber an Herrn Pohls. Haben wir das in der Vergangenheit zu wenig gemacht? Haben alle Bundesregierungen bisher sozusagen vielleicht auch ein bisschen die Aufgabe, die auch letztlich aus der Trägheit dieses Gebäudesektors ja resultiert, der mit seinen langen Sanierungszyklen einfach auch nicht so wahnsinnig schnell bewegbar ist, haben wir das ein bisschen unterschätzt? Und haben wir vielleicht auch einfach mit den Menschen da draußen gar nicht hart und ehrlich genug über die Aufgabe geredet? Ja, das Letzte wird sein. Bin da auch sehr bei Frau Verlinden. Erstmal, hallo Frau Verlinden, wir sind ja, komm, wir haben ja denselben Wahlkreis, hallo. Beide aus Lüneburg, kennen uns sehr gut. Nein, Aufklärung ist das A und O. Wir müssen den Hausbesitzer oder die Hausbesitzerin natürlich aufklären, was Gebäudeeffizienz eigentlich bedeutet. Und was er am Ende ist es ja so, der Bürger muss merken, was er im Portemonnaie hat dabei auch. Und dann macht er auch mit. Das kann man über viele Sachen regulieren. Man kann steuerliche Anreize machen, man kann das über Zuschusssysteme machen. Bloß wir müssen den Bürger dahin bringen, dass wir aufklären. Da ist die Branche auch für zuständig, natürlich. Nicht nur allein Fenster und Fassade, sie sind ja nur ein Teil des Gebäudes, ein kleiner Teil des Gebäudes. Wenn ich das noch aus meiner aktiven Zeit richtig weiß, verlieren wir durch das
Fenster ungefähr 11% an der Gesamtenergie des Hauses. Ich weiß nicht, ob die Zahl richtig ist, aber so hatten wir das, war das früher mal die Zahl. Und das ist praktisch ja nur ein relativ kleiner Teil, viel übers Dach oder über die Kellerdecke oder über die Außenwände verloren geht. Aber wir müssen den Bürger letztendlich aufklären, dass er am Ende auch was davon hat. Und ich sage mal, die 70-jährige oder 75-jährige Bitte jetzt nicht so ernst nehmen, wie ich das meine oder gesagt habe, aber die muss auch merken, dass sie da was davon hat. Und sagt sie, für meine Spanne, die ich in diesem Haus noch wohne, mache ich das nicht. Das muss man klar sagen. Also aufklären den Bürger, dass er am Ende auch davon hat. Und da gibt es viele Instrumente, übersteuerliche, Überzuschüsse. Natürlich auch den Werterhalt des Hauses natürlich hier auch klar machen. Und dann bringen wir die Bevölkerung, die Menschen auch dazu, die Hausbesitzer, Hausbesitzerinnen auch dazu, etwas zu tun. Und am Ende ist ja das Ziel, was Sie klipp und klar gesagt haben, der Klimaschutz, dass wir da letztendlich was machen müssen. Denn das Produkt, da kommen wir vielleicht auch hinzu, denn das Produkt Fenster, wenn man das nimmt, vor 30 Jahren war es genau so, dass wir die Wärme im Haus halten wollen. Also ich höre nichts mehr. Ich auch nicht. Vor der Nase sozusagen auch ein bisschen einen Systemwechsel. Wir haben bisher immer sehr stark in Wärmeverlusten nur gedacht und gerechnet. In Zukunft wissen wir über die Analysen des Deutschen Wetterdienstes, über die Projektionen des Deutschen Wetterdienstes, wir werden noch in diesem Jahrzehnt in ganz erheblichem Maße mit Kühlung zu tun bekommen. Das ist völlig richtig und das ist in der Tat schon auch ein Thema. Aber im Moment sind wir noch sozusagen einmal bei der großen Linie. Ich sage es nochmal, 67 Millionen Tonnen CO2 und darunter innerhalb von 8 Jahren. Ist das nicht eigentlich wirklich eine Revolution, die wir da brauchen? Ja? So, an der Stelle frage ich mal den Herrn Lenkert. Wir haben eben gehört, für die Hausbesitzer müssen wir was attraktiv machen. Die Linke hat gerne auch immer natürlich ganz besonders einen Blick und ein Herz auch für die Mieter. Es hängt sehr schnell eine soziale Frage an der Geschichte dran. Wenn wir die Gebäude der Wohnungswirtschaft ertüchtigen, in kurzer Zeit und mit erheblichem Aufwand, dann muss da viel Geld fließen. Was ist so Ihre große Idee? Schaffen wir das auch mit Blick auf die soziale Herausforderung, die dranhängt? Ja, schaffbar ist alles. Also das Wichtigste wäre erstmal, dass die nächste Bundesregierung nicht wieder ein Jahr braucht, bis sie ins Laufen kommt. Ein zweiter wichtiger Punkt wäre, dass wenn sie ins Laufen kommen, Gesetze schnell verabschiedet werden, zügig, dass also nicht erst am Ende der Legislatur was passiert. Und das Vermieter-Dilemma muss aufgelöst werden. Es ist bedauerlich, dass das auf den letzten Metern scheinbar jetzt gescheitert ist in dieser Wahlperiode, dieses Dilemma etwas zu entschärfen. Und es ist ein riesiges Problem, dass natürlich von einigen Akteuren, schwarzen Schafen am Wohnungsmarkt, die energetische Sanierung missbraucht wurde zur Entmietung und damit natürlich ein Angstszenario bei vielen Mieterinnen und Mietern entstanden ist vor Sanierung. Das muss dringend aufgelöst werden. Das heißt also, aus unserer Sicht wäre ein wichtiger Ansatz die Zusage an Mieterinnen und Mietern, dass man über verschiedene Instrumente, Ordnungsrecht, aber eben auch Fördermittel für die Vermieter, die Warmmietenneutralität garantiert im Falle der Sanierung. Dann hätten wir diesen psychologischen Widerstand, auch Klagen gegen Sanierungsmaßnahmen aufgelöst, schlagartig. Wir könnten natürlich dann auch überprüfen, dass eben wirklich die Kosten mit einer kleinen angemessenen Rendite für die Vermieter umgelegt werden, nur und dass nicht die energetische Sanierung als Luxussanierung missbraucht wird, um im Prinzip dann Renditesteigerungen für einige wenige Unternehmen zu erhalten. Das wäre ein wichtiger Ansatz. Der zweite Ansatz wäre, ich stimme da Herrn Professor Neumann zu, wir müssen systemischer denken, nicht nur in Fenstern, nicht nur in Fassade, nicht nur in Heizung, das muss zusammengedacht werden und einen Schritt weiter, wir müssen das Ganze natürlich im Quartierssystem gleichzeitig bedenken und auch im gesamten Energiesystem. Wohnungen sind ideale Energiespeicher für den Tag-Nacht-Ausgleich, Fernwärmesysteme können Wochenausgleich mit leisten, das heißt, diese ganzen Möglichkeiten zu nutzen. Und dann entsprechend die Einsparung, die wir dadurch in anderen Sektoren erreichen können, zum Beispiel, dass man weniger Tagesspeicher über Batterien bauen muss, weil man eben einen Teil der Energie in Häusern zwischenspeichert oder aufhebt für die Nacht. Diese Einsparung kann man dann natürlich auch nutzen, um das Ziel zu erreichen. Und letztendlich
Ist das Ziel 45% im Wohnungssektor richtig, im Gebäudesektor? Da dürfen wir die Industrie auch nicht rauslassen. Aber entscheidender als der einzelne Sektor ist aus meiner Sicht und aus unserer Sicht als Linke die Gesamtreduktion für die gesamte Bundesrepublik. Wenn wir Energiesystem zusammendenken, und leider konnte ich bei der Sektorkopplung nicht dabei sein, weil ich gleichzeitig eine andere Podiumsdiskussion hatte zum Thema Umweltrecht, was auch wichtig ist, ist es also so, dass ich habe es verpasst, es ärgert mich, aber ich bin mir sicher, Professor Neumann, wir haben an dieser Stelle technisch keine Differenzen, eher wenn es um die Finanzierung geht. Das könnte sein. Vielen Dank. Also auch von der Linken Daumen hoch, wir schaffen das. Herr Gremmels, ich glaube, wir können Sie nach wie vor nicht sehen, sondern nur hören, aber wir hören Sie gerne. Wie ist Ihre Einschätzung? Was müssen wir grundsätzlich anders machen, um diese unfassbare Aufgabe zu schultern? Ja, zunächst einmal tut es mir leid, dass es technische Probleme gibt, dass Sie mich nicht sehen. Aber wenigstens hören Sie mich besser als umgekehrt. Insofern herzliche Grüße aus Kassel. Ich fand das, was Herr Langen vorhin gesagt hat, ein sehr schönes Bild. Also Heizungsmonteure als Klimaschützer, dann sind die Fensterbauer die Energiemanager des Gebäudes, weil das Fenster ist ein ganz wesentliches Produkt dafür. Und das wollte ich eingangs gesagt haben. Ja, ich bin auch, schätze meine Kollegin Julia Fellin sehr, aber ich glaube, zur Wahrheit gehört auch, dass die Koalition in dieser Wahlperiode ja einiges auf den Weg gebracht hat. Dass das nicht ausreicht, da sind wir uns einig. Aber wir haben ja eine Verfünffachung der Fördermittel für die Sanierung auf den Weg gebracht. Das ist eine immens große Zahl. Wir haben auch die steuerliche Abschreibbarkeit von Sanierungsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Auch das ist etwas, was lange Zeit auch gefordert worden ist. Und wir haben auch mit der Einführung eines CO2-Preises einen wichtigen Baustein gesetzt. Übrigens teile ich auch die Einschätzung der Linken. Da fehlt aus meiner Sicht die soziale Komponente. Eine Regelung 50-50 Aufteilung der Mehrkosten für Vermieter und Mieter wäre das Mindeste. Schade, man ist wirklich mehr als ärgerlich, dass das in dieser Wahlperiode leider nicht geklappt ist. Die Regierung hat einen Vorschlag gemacht, das ist leider an CDU, CSU gescheitert, finde ich sehr ärgerlich. Dass das nicht ausreicht, sehe ich auch so. Wir haben das Gebäudeenergiegesetz eingeführt zum 1. November letzten Jahres. Und eigentlich muss man, wenn man jetzt ein Gebäude baut, so bauen oder auch sanieren, dass man bis 2050 nicht nochmal ran muss. Das wäre widersinnig. Allerdings mit den Vorgaben, die jetzt im Gebäudeenergiegesetz drinstehen, muss man nochmal ran. Und das ist nicht richtig und deswegen sind wir der Auffassung, dass wir die Überprüfungsnorm, die im GEG, im Gebäudeenergiegesetz festgelegt ist auf 2023, dass wir das schon auf nächstes Jahr vorziehen, dass wir dort auch Verschärfung vornehmen. Und zwar, glaube ich, müssen wir die einzelnen Instrumente nicht gegeneinander ausspielen. Wir brauchen alles drei. Wir brauchen ordnungsrechtliche Vorgaben. Wir brauchen ordentliche, gute Förderprogramme, die haben wir schon, die müssen wir verstetigen, damit es auch Planungssicherheit gibt und nicht das Windschutzprinzip. Und wir brauchen eine gute und unabhängige Beratung. Diese drei Sachen sind aus meiner Sicht essentiell, die dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wir brauchen alle drei und wir brauchen auch, das sage ich Ihnen ganz deutlich, eine PV oder Solarthermiepflicht für zunächst einmal die Nichtwohngebäude in einem ersten Schritt und dann sicherlich in einem zweiten Schritt auch für die Wohngebäude. Die Photovoltaik ist sozusagen eine sehr preisgünstige Form der Energieerzeugung geworden, Gott sei Dank. Und das muss auch im Gebäude eine größere Rolle spielen. Wir fordern in unserem Wahlprogramm auch noch mindestens 5 Millionen Wärmepumpen bis 2030. Auch das eine klare Forderung. Aber wie gesagt, wir dürfen die einzelnen Instrumente nicht gegeneinander ausspielen. Nur mit Förderung kann es nicht gehen, nur mit Ordnungsrecht kann es nicht gehen. Wir brauchen alles drei und wie gesagt, alles beides. Und wie gesagt, vor allem eine gute, unabhängige Beratung. Und lassen Sie mich einen letzten Satz in der ersten Runde sagen. Wenn man an ein Gebäude geht, sollte man vielleicht nicht sozusagen gleich auf 100% gehen, sondern man sollte gucken, was ist jetzt möglich, was ist mit niedrigen Kosten möglich. Man sollte erste Schritte machen. Und da ist in der Regel ein Fensteraustausch und ein Heizungsaustausch schon zwei große Schritte, wo Sie schon mit guter Förderung auf einem guten Weg sind und Ihr Gebäude fit für die Zukunft gemacht haben.
Ich möchte an der Stelle mal ein Stichwort aufgreifen. Vielen Dank erstmal, Herr Gremmelt, dass Sie gerade genannt haben, Gebäude jetzt nicht so sanieren, dass wir sie auf der Strecke bis 2045 nochmal anfassen müssen. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die im Moment gerade so ziemlich überall durchsickert, denn das könnten wir uns kaum leisten. Das ist finanziell problematisch, weil dadurch Mehrfachkosten entstehen und wir könnten das auch mit den vorhandenen Fachkräften, jetzt noch nicht der Übergang, den machen wir gleich, aber auch mit den vorhandenen Fachkräften hätten wir Schwierigkeiten, gerade an der Gebäudehülle jetzt Dinge mehrfach zu tun über die Zeit hinweg. Ne? Heißt es nicht eigentlich, dass wir jetzt sowohl für die Förderung als auch passend dazu fürs Ordnungsrecht mal die Standards, die wir haben, die Anforderungssysteme, die wir haben, komplett hinterfragen müssen und uns eigentlich fragen müssen, ob wir die nicht auf ein Niveau bringen müssen, wo es um klimaneutral ready sozusagen geht. Ja, also dass wir fangen jetzt mal mit der Förderung an, denn da haben wir auch schon mal einen konkreten Vorschlag gemacht, dass wir in Zukunft eigentlich nur noch das fördern, was entweder als Einzelmaßnahme sozusagen ausreichend ist, um in 2045 die Klimaneutralität zusammen mit anderen Maßnahmen am Gebäude zu erreichen. Oder wenn ich das ganze Gebäude fördere, dass ich dann sage, so ist es dann klimaneutral. Ne? Das wäre sozusagen ein bisschen eine Abkehr von dem Effizienzhausprinzip, das wir heute haben und das ja einfach sagt, ich saniere eben so viel, wie es der Geldbeutel des Eigentümers und auch der Wille des Eigentümers gerade zulässt, ob ich damit nur am Ziel ankomme oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Aber das ist ja auch dann letztlich wieder ein Gegensatz zu dem, was Sie eben sagten, Herr Gremmelt, nämlich auch nicht überfordern auf der anderen Seite. Und dieses Spannungsfeld, dazu würde ich gerne mal hören, kann jemand von Ihnen was dazu sagen? Wie machen wir das in Zukunft? Gehen wir auf neue Klimaneutralitätsstandards, weil damit letztlich einmal garantiert ist, der Staat fördert das Richtige und zweitens es den Eigentümern auch Orientierung dahingehend bietet, dass das, was sie gefördert bekommen, auch wirklich das Richtige ist und dass sie damit dann erstmal bis 2045 Ruhe haben. Ja? Herr Pohls, was würden Sie sagen? Fangen wir mal bei Ihnen an. Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Wir haben ja in Deutschland einen großen Altbestand an Häusern. An Mehrfamilienhäusern, aber auch an Einfamilienhäusern. Und man baut heute anders, als man noch vor 30, 40 Jahren gebaut hat oder vor 25, 30 Jahren gebaut hat. Wenn ich mein Haus sehe, was ich habe oder mit der Familie habe, das ist von 1962. Und mir die Fenster angucke, die sind auch in den Himmelsrichtungen ganz anders aufgeteilt, als wenn ich heute bauen würde. Heute würde ich nach Norden hin kleinere Fenster machen, nach Süden hin, um Energiegewinn zugewinnen zu haben, würde ich größere Fenster machen oder auch nach Westen. Deswegen wird es schwierig, jetzt von einem Hausbesitzer zu verlangen, du musst jetzt ein Haus, das 50 Jahre alt ist, auf diesen definierten Standard bringen. Das schaffe ich nicht. Und ich überfordere ihn ja auch mit der Investitionssumme, denn er wird das in Stücken machen. Er wird die Fenster austauschen. Und dann will er aber in 25 Jahren nicht wieder dabei, also oder in den nächsten 25 Jahren nicht wieder dabei. Dann, oder er fässt erst seine Heizung an, ist ja egal, in welcher Reihenfolge er das macht. Aber sicherlich, wenn er nicht gerade eine Erbschaft gemacht hat oder irgendwas anderes, kann er sein Haus jetzt nicht von 0 auf 100 hochrüsten, sodass er das auch, das ist halt also schwierig. Da muss man dann sehen, beim Neubaubereich ist es was anderes. Da kann ich umswitchen, so wie Sie sagen, von dem Wert weg auf die andere Kriterie hin. Das geht. Aber den Schalter einfach umdrehen, das werden wir nicht hinkriegen. Und wir dürfen auch, deswegen sage ich das am Anfang auch, wir müssen die Bürger auch mitnehmen. Wir dürfen sie nicht überfordern bei der ganzen Geschichte. Der Bürger ist ja willig, was zu machen. Ich glaube, das ist in den Köpfen schon drin. Er ist willig, was zu machen, bloß er kann es jedenfalls nicht in einem Schritt machen, sondern er muss es in mehrere Schritte machen. Und wenn ich ein Fenster jetzt austausche, sind wir wieder bei dem Fensterfassade, dann muss das in den Augen des Hausbesitzers die nächsten 25 Jahre auch den Standard haben. Und da kann ich ihn auch nicht mit Ordnungsrecht da kommen. Das heißt, du musst aber in 15 Jahren gibt es eine ganz andere Technik, ganz andere UG-Werte oder wie man das heutzutage auch nennt. Klar, ne? das geht nicht. Genau. Aus Ordnungsrecht gucken wir gleich nochmal. Nur nochmal vielleicht zur Konkretisierung. War auch nicht so gedacht, dass jeder jetzt sein Haus dann so sanieren muss, dass jetzt klimaneutrales Gebäude da steht, sondern dass die Maßnahmen, die man für sich genommen macht, ja, dass die ausreichend sind, um sie nicht bis 2045 nochmal machen zu müssen. Produktfenster. Wenn ich jetzt meine Fenster austausche, dann gehe ich in den nächsten 25 Jahren da nicht bei.
Frage in die Runde einmal. Was machen wir damit? Wie weit wollen wir jetzt gehen? Ist so eine Definition von klimaneutral ready? Ist die dringend notwendig? Andere nennen das gerade 2050 ready. Die Wohnungswirtschaft diskutiert es auch. Ist das ein Thema, in das wir uns in der nächsten Legislatur dringend hineinbegeben müssen, um mal das ganze System aus Ordnungsrecht und Förderung, das wir jetzt haben, sozusagen auf den Kurs zu bringen? Ich glaube, wir müssen es nochmal, hier Simon Remmels, wir müssen es, glaube ich, wir diskutieren das ja nicht im luftleeren Raum. Es gibt ja auch noch EU-Vorgaben. Und da müssen wir, glaube ich, auch drauf achten. Und wir hatten ja schon beim Gebäudeenergiegesetz die spannende Frage, ob die Kommission den KfW 70-75 Standard, ob ihr das ausreicht, dann als Niedrig-Energie-Gebäude-Standard akzeptieren würde. Sie hat das überraschenderweise getan. Aber ich glaube, dass wir perspektivisch ab 2023 Richtung KfW 55 gehen müssen. Da ist ja dann immer die spannende Frage, ist, wenn man solche Standards vorgibt, ist es am Ende des Tages noch förderfähig? Da müssen wir vielleicht auch nochmal gucken, dass obwohl solche Standards vorgegeben sind, wir noch eine Förderung machen. Das war immer das Hauptargument unseres Koalitionspartners, warum wir das nicht machen. Aber ich finde schon, dass wir uns da auch ein paar Standards orientieren müssen. Ich bin jetzt kein Freund davon, Standards aufzugeben. Wir müssen gucken, wie erreichen wir die Standards? Welche Förderprogramme gibt es dazu? Auf welchem Weg erreichen wir sie? Wie können wir zum Beispiel Stichwort serielles Sanieren, können wir da auch die Kosten senken? Aber jetzt Standards aufzuweichen und davon abzukehren, das würde ich für den falschen Weg erachten. Ich einige anschließen. Frau Verlinden. Ja, ich finde das extrem wichtig, dass Menschen nicht auf die falsche Fährte geschickt werden. Im Augenblick ist es ja so, dass diejenigen, die sich eine Gasheizung einbauen, dafür noch eine Förderung bekommen. Dadurch verwirrt man natürlich auch die Menschen, weil eine fossile Gasheizung ist ja nicht das, was dann im Jahr 2045 klimaneutral ist. Und deswegen glaube ich, dass es ganz extrem wichtig ist, dass die Förderprogramme wirklich an Klimaneutralität ausgerichtet werden, damit das gefördert wird, was jetzt auch No-Regret-Maßnahmen sind, wo die Menschen sich hinterher nicht darüber ärgern, dass sie in eine Technologie investiert haben, die am Ende nur ein Zwischenschritt war und sie dann nochmal neu Geld in die Hand nehmen müssen. Also insofern ist es wichtig, bei der Förderung darauf zu achten. Und der andere Punkt ist tatsächlich jetzt auch darauf, sich schon vorzubereiten, was aus Brüssel noch kommen wird und ich glaube auch dazu motivieren, dass jetzt Maßnahmen gemacht werden, die wo man dann so der Erste ist sozusagen, also dass man diejenigen unterstützt, die jetzt vor Entscheidungen stehen, dass man denen sagt, es ist gut, wenn du jetzt schon eine Maßnahme unternimmst, die vielleicht erst in 5 oder in 10 Jahren, ich sage jetzt mal Standard wäre oder früher oder später auch zu einer Art Pflicht wird, weil man muss ja irgendwie auf den Bestand ran, zu motivieren. Entschuldigung, es ist extrem laut. Ich weiß nicht, welches Mikro da ist, aber es ist irritiert sehr, weil es eher so laut. Bitte? Irgendjemand räumt seinen Schreibtisch auf jetzt wahrscheinlich im Moment. Ja, ich habe es auch nicht. Also irgendwer ist genau nicht stumm geschaltet. Wir versuchen das technisch zu lösen. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, eine Planungssicherheit dahingehend zu geben, dass natürlich die Bestandsgebäude, sowas wie mit einem Stufenplan auch sozusagen einen Fahrplan an die Hand bekommen, dass es vorangeht und gleichzeitig aber auch jetzt wirklich das fördern, was auch schon auf die Klimaneutralität abzielt. Und da jetzt nicht die Steuergelder, ich sage jetzt mal, in die falschen Standards oder in die falschen Heizungstechnologien und so weiter zu stecken, da ärgern wir uns dann hinterher nur drüber. Und tatsächlich natürlich, auch das hat Timon Gremmels vollkommen zu Recht angesprochen, auch der CO2-Preis erfährt nur dann eine Lenkungswirkung, kann nur dann funktionieren als Instrument, als Anreizinstrument für Energieeffizienz und erneuerbare Energien, wenn diejenigen, die Investitionsentscheidungen treffen, diesen CO2-Preis zahlen. Vielleicht schaffen wir gleich noch eine Runde zum CO2-Preis zu machen. Wir könnten auch jetzt am Thema Heizung, H2-Ready, Wasserstoff auch
darüber könnten wir jetzt sicherlich 2,5 Stunden allein schon diskutieren. Das müssen wir jetzt hier an der Stelle tatsächlich mal ein bisschen ausklammern. Aber ich habe eine Frage, die ich tatsächlich nochmal loswerden möchte. Wir waren uns eigentlich alle in der Vergangenheit immer sehr einig, dass wir, sagen wir mal, eine Strategie brauchen, die sagt Efficiency first, um die Verbräuche runterzukriegen, dann mit Erneuerbaren und seit dem eben auch mit synthetischen Energien rein. Ich nehme in der Debatte wahr, dass seitdem wir erstens über Klimaneutralität reden als Ziel und zweitens seitdem wir synthetische Energieträger, sagen wir mal, auch als eine Option für den Gebäudesektor entdeckt haben, dass immer mal wieder dieses Prinzip Efficiency First so ein bisschen in Frage gestellt wird. Führt uns das auf den richtigen Weg oder haben wir hier alle ein Agreement dazu, dass wir bei Efficiency First bleiben müssen? Herr Neumann, wie sehen Sie das? Ja, also ich wollte mich eigentlich zu dem, das rauchelt immer noch so doll. Ich weiß nicht, wer da jetzt noch am Mikro ist. Vielleicht ganz kurz noch. Also ich fand das bemerkenswert, was meine Kollegin Julia Verlinden auch gesagt hat, das Thema Motivieren. Und ich selbst habe ja viele Jahre auch in dem Bereich gearbeitet, im Bereich der Gebäudetechnik. Und wenn man Klimaschutz und Energiewende quasi nur daran misst, wie viel Geld ausgegeben wird, also je mehr Geld ausgegeben wird, umso besser, dann sind wir auf dem falschen Weg. Meiner Ansicht nach, und das will ich nochmal ganz deutlich sagen, da bin ich, sind wir so einig, denke ich, mit Kollegen Gremmels, das Thema ganzheitliche Energieberatung. Wenn wir die Systeme aufeinander abstimmen, dann ist unendlich viel zu machen, gerade im Bereich, ich habe es immer wieder gesagt, das Thema Hydraulik, da sparen wir schon mal 40% der Energie ein. Also wenn man die Studien sich anguckt, die ich also kenne, an einigen habe ich mitgewirkt, da ist unendliches Potenzial in den Bestandsobjekten. Und Herr Pohls hat vorhin gesagt, das Thema Akzeptanz, das hat man viel zu spät mit reingebracht. Also motivieren heißt im Grunde genommen, die Leute auch zu beteiligen. Und das funktioniert ja relativ gut. Und dann vielleicht noch eine Bemerkung zu dem, was Jürgen Gremmels gesagt hat. Also ich würde mich freuen, wenn wir viel stärker an den europäischen Dingen uns orientieren. Wir machen ja vielfach, und wenn ich mir das EnBG jetzt angucke, zumindest bis zum gestrigen Stand, dann machen wir eben genau das Gegenteil und das verstehe ich nicht. Ich hoffe oder denke, dass das dann wieder im Entschließungsantrag stehen wird, wie es denn richtig sein soll. Hier müssen wir meiner Ansicht nach viel deutlicher etwas machen. Und dann vielleicht nochmal zu den Standards. Wir unterscheiden Standards im Bereich von Zielen und in der Normung. Und bei der Normung, glaube ich, da ist etwas zu tun, was nicht mal viel Geld kostet, sondern wir müssen einfach das Thema Ressourcen, Kreislaufwirtschaft, Wiederverwendbarkeit und das ist ein Thema, was meiner Ansicht nach ganz einfach zu machen ist. Nur ein Beispiel, man kann also sogenannte Kastenfenster aus alter Zeit, ich sage mal, wir müssen ja 80% des Gebäudebestandes mitnehmen und da ist auch der Rentner und die Rentnerin dann zu berücksichtigen, wenn wir das ganzheitlich machen, wenn wir also versuchen, die verschiedenen Dinge aufeinander abzustimmen, dann glaube ich, erreichen wir viel. Wir nehmen die Leute mit, die verstehen das auch, dass das nicht einfach weggeworfen werden muss. Und ich glaube, dann kommt man ein Stückchen dem Ziel entgegen. Und dann vielleicht nochmal zu den Fragen der Standards. Wenn ich jetzt überlege, das Thema Fassade, ne, ist ja das Thema. Ich selbst habe mich mal wissenschaftlich mit der hinterlüfteten Außenwand beschäftigt, habe da mal mit der Thermodynamik nicht intensiv beschäftigt. Das ist ein spannendes Thema, kann ich nur sagen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir kommen in Zeiten mit extremen Temperaturen. Also jetzt dieser Tage bis zum Wochenende 35 Grad, 36 Grad. Und wenn wir nicht in jedem Raum eine Klimaanlage haben wollen, brauchen wir speichernde Masse. Das heißt, wir müssen das Gebäude insgesamt so abstimmen, dass wir mal mit Temperaturhochs, ne, die ja stattfinden. Ich mache dann nächtliche Vorkühlung, so mache ich es bei mir zu Hause. Dann habe ich den ganzen Tag über 20 Grad in meiner Wohnung und da brauche ich keine Klimaanlage, die Energie kostet. Also die Frage wirklich ganzheitlich denken, das Thema Bauklimatik findet heute keine Beachtung mehr an deutschen Hochschulen. Das bedauere ich ganz zutiefst. Also ich denke mit Freude an meinen damaligen Professor zurück, der hat das wirklich gelebt und uns auch vermittelt. Also wie gesagt, solche Dinge müssen wir in Zukunft viel stärker machen, weil wir dann mit diesen Schritten auch zum Ziel kommen. Ich will noch mal was zu dem Efficiency First Ansatz sagen, der ja auch im Koalitionsvertrag der Großen Koalition drin steht.
Wenn wir jetzt aber angucken, und es ist ja vorhin auch gesagt worden, dass der Gebäudesektor von rund 120 Millionen Tonnen in 2020 auf 67 Millionen Tonnen in 2030 und dann nochmal auf 20 Millionen Tonnen in 2040 abgesenkt werden muss, glaube ich, werden wir mit First and Second nicht vorankommen, sondern wir müssen das parallel machen. Ja? Also wir müssen sowohl gucken, wie kriegen wir Effizienzmaßnahmen hin, aber auch, wie integrieren wir erneuerbare Energien im Wärmebereich deutlich besser. Und gerade in Kombination auch Photovoltaik und Wärmepumpen, da kommt immer eine immer größere Bedeutung zu. Insofern bitte nicht als Gegensatz First and Second und als Nacheinander, sondern da auch, ich glaube, da sind wir uns mittlerweile auch einig, das in einen ganzheitlichen Ansatz zu bringen. Das war mir nochmal wichtig an dieser Stelle zu sagen, weil First and Second, das werden wir da nicht hinbekommen, sondern das muss parallel laufen. Ja, vielleicht. Danke, Herr Gremmitz, ich nehme das ganz gerne nochmal auf, bevor ich zu Ihnen weitergebe. Ich glaube, Efficiency First als Strategie, wie sie mal vom Wirtschaftsministerium formuliert worden ist, hat auch nicht gemeint, dass Effizienzsanierung zuerst zu erfolgen hat. Das sehen auch wir im Übrigen überhaupt nicht, sondern dass es eine ineinandergreifende Strategie ist, genauso wie Sie das gerade beschrieben haben. Also da rennen Sie bei uns offene Türen ein. Sie machen da gab es aber auch andere. Richtige. Wenn Sie Bürgerspiel haben, heben Sie die Hände. Und ich habe einmal Herrn Lenkert und dann Frau Ferlin. Ja, also ich möchte noch ergänzen, Effizienz ist ganz wichtig, aber wir sind auch zu sehr auf Einzeleffizienz fixiert. Wir brauchen eine Systemeffizienz. Also mir ist ein Haus, das einen großen Wärmespeicher hat und dann die Überschussenergie aus Solar oder aus Wind eben bis zu einer Woche vielleicht speichern kann oder ein Quartier, das dazu in der Lage ist und dann vielleicht 2-3% mehr Energie in absoluten Mengen braucht, aber sie dann nutzt, wenn sie zur Verfügung steht und dann, wenn keine da ist, keine braucht, wesentlich lieber und systembesser, relevanter, als wenn ich im Prinzip die beste Effizienz habe, aber dann im Prinzip immer Energie brauche, auch dann, wenn ich keine zur Verfügung habe, wie in der Dunkelflaute, und dann eben extra teure Ersatzenergie bereitstellen muss, um diese Effizienz dieses Einzelgebäudes zu erreichen. Das ist ein wichtiger Punkt aus unserer Sicht. Herr Professor Neumann hat auch angesprochen, dass wir zusammendenken müssen. Wir müssen auch das Stromsystem zusammen mit der Wärme denken. Also diese Sektorkopplung wird nach wie vor im Gebäudebereich viel zu wenig berücksichtigt. Und dann bin ich auch unter anderem auch bei der grauen Energie. Wir dürfen auch nicht nur die Verbrauchsenergie sehen, wir müssen die graue Energie sehen. Und da gibt es eine interessante Studie von 8KU, die werden Sie sicherlich kennen, die im Prinzip auch darstellt, dass man unterschiedliche Ansätze braucht. Ist man in einer historischen Altstadt? Ist man in einem Stadtzentrum mit einer extremen Wohngebäudeverdichtung? Ist man in einer Vorstadt oder ist man im dünn besiedelten ländlichen Raum? Und wir brauchen eine Gesamtstrategie, die im Prinzip letztendlich alles auf CO2 zurückführt, eben auch die Sanierungsmaßnahmen, auch die Infrastruktur. Und manche Infrastrukturen zu erneuern, ist extrem schwierig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in einer dicht besiedelten Innenstadt alles mit Wärmepumpen löse. Dann werden wir wahrscheinlich ein Stromversorgungsproblem haben. Da ist vielleicht die Fernwärme der bessere Weg. Und diese Analyse, das wäre auch wichtig für die nächste Wahlperiode, dass man diese gesamtheitliche Betrachtung viel mehr voranbringt. Und dann wäre natürlich ein Wunsch von mir, ich meine, wenn wir in der Regierung wären, könnte man das natürlich vielleicht besser voranbringen, dass die Ministerien mit und nicht gegeneinander arbeiten. Das nehmen wir jetzt einfach mal so mit. Und ich sehe schon, Sie haben alle wahnsinnig viel schon jetzt in Ihrem Hausaufgabenheftchen stehen. Frau Ferlinden, gerne noch mit einer Kommentierung. Ja. Ich würde gerne noch ergänzen, dass es natürlich bei dem Efficiency-First-Ansatz selbstverständlich darum gehen muss, eben einen klugen Mix aus Energieeffizienz und erneuerbaren Einsatz auch zu wählen und dass es auch gebäudeindividuell ist, das ist auch ganz logisch, oder auch quartiersindividuell. Aber ich finde, was wir einfach nicht vergessen dürfen, die Energieeffizienz ist die Voraussetzung dafür, dass wir die Ziele rechtzeitig erreichen. Also wenn jemand denkt, wir schaffen das alles halt nur mit Erneuerbaren, da gibt es ja auch den ein oder anderen Kollegen im Plenum oder im Parlament, der immer wieder sagt, ja, wir müssen da mehr den Fokus drauf legen, dann schaffen wir es einfach nicht rechtzeitig. Die Klimaziele sind jetzt dicht getaktet und das ist auch gut so. Und man muss einfach verstehen, dass wir mit jeder Energieeinsparung natürlich uns ein bisschen Luft verschaffen, diese Mengen dann auch an erneuerbaren Energiequellen auch sozusagen zu integrieren in die Debatte und dann tatsächlich in die Versorgung. Und ich weiß nicht, ob wir noch zum Thema Fachkräfte kommen. Ich
muss gestehen, ich bin einmal kurz rausgeflogen. Irgendwie ist meine Internetverbindung sehr instabil oder ich weiß nicht, also immer wieder sind einzelne von Ihnen auch eingefroren auf meinem Monitor. Ich weiß nicht, ob es heute an den Temperaturen liegt, aber irgendwas läuft hier gerade nicht ganz rund. Deswegen zum Fachkräftemangel hätte ich nämlich auch noch das ein oder andere zu sagen. Ja. Es ist gut, dass Sie das Technische ansprechen. Das hört nämlich dann auch unser Techniker hier im Hintergrund. Er schüttelt allerdings nur gelassen den Kopf und will damit, glaube ich, sagen, an uns liegt es nicht. Das ist nichts, was wir von hier aus jetzt noch lösen könnten. Für uns hier läuft eigentlich alles rund. Und zum Thema Fachkräfte wollte ich in der Tat genau jetzt kommen. Denn wenn wir sagen, wir brauchen Effizienzsanierung, dann müssen wir die Fachkräfte dafür auch tatsächlich haben. Vor allen Dingen, wenn wir uns die Hochlaufkurven anschauen, die bei der Effizienzsanierung dann eben notwendig sind. Ich gebe jetzt nochmal einfach nur die 2, 3 wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie in die Runde, die eben etwas ausführlicher vorgestellt worden ist. Fensteraustausch, wir haben bei uns die Hausaufgaben gemacht, im Moment 1,4% Sanierungsrate ungefähr. Wir kommen auf 2% rauf, halten wir für durchaus realistisch möglich, mit dem, was an Produktivitätssteigerung zu erwarten ist über die nächsten Jahre und mit jährlich ungefähr 2000 Fachkräften, die wir in der Montage brauchen, mehr. 2000 Leute pro Jahr klingt jetzt erstmal nicht ganz wenig. Im Moment haben wir ungefähr 150.000 in der Branche. Also so hoch ist der Anteil, den wir draufsatteln müssen, dann nun auch wieder nicht. Wir halten das für realistisch, aber die Frage ist natürlich, was müssen wir dafür machen? Und da hat Herr Med in seinem Eingangsstatement schon mal ein paar Stichworte genannt, die einfach mal so jetzt als Ideen in die Runde gegeben sind. Ist es sinnvoll, dass wir höhere Steuerfreibeträge vielleicht mal uns für die Jobs überlegen, die wir für diese Mammutaufgabe Energiewende brauchen? Fragezeichen. Flexiblere Arbeitszeitregelung hat er als Stichwort mit reingebracht. Gerade für Leute, die Montage fahren, ist es vielleicht durchaus attraktiv, innerhalb von 4 Tagen in der Woche mit mehr Arbeitseinsatz Dinge zu schaffen, für die sie dann aber am Tag mehr Arbeitsstunden brauchen. Gründungen in Bereichen anreizen, die eben eigentlich nicht so Start-up-affin sind. Ne? Also Fenstermontage ist jetzt nicht unbedingt der Start-up-Sektor schlechthin, aber mit einer Modernisierung der gesamten Baubranche kann man auch da was erreichen, wenn man da wieder auch ein paar Anreize reingibt. Das nur mal so als grobe Zusammenfassung, um zu sagen, möglich ist vieles, aber wie können wir es schaffen? Und jetzt sitzt ein Mann im Grunde genommen, der auch immer mit für das Handwerk sprechen kann, neben mir. Deswegen frage ich mal als Erstes Herr Pohls. Die Einschätzung, die Sie eben gehört haben, ist die einigermaßen realistisch und sind so erste Ideen realistisch und kommen noch natürlich Dinge wie Qualifikation und so weiter und so fort noch ergänzend hinzu? Völlig richtig. Also ich glaube, gegen flexible Arbeitszeitregelungen hat keiner etwas. Vor allen Dingen auch nicht die Arbeitnehmer. Denn die freuen, und das hat der Mädchen auch angesprochen, die freuen sich auch über eine 4-Tage-Woche und würden dann sicherlich auch 10 bis 12 Stunden am Tag auch arbeiten. Nur nicht durchgehend, aber das, glaube ich, ist machbar. Das sind auch mal betriebliche Vereinbarungen, die ich dann treffen kann. Auch hier müssen die Tarifverträge vielleicht mal ein bisschen flexibler werden. Da muss ich dann die Arbeitnehmervertretung ein bisschen bewegen, auch die Tarifpartner ein bisschen bewegen, dass hier sowas möglich ist. Nun muss ich aber sagen, dass eine Fenstermontage, und Sie sind ja hier auch Fachleute, nun auch ein bisschen anspruchsvoll ist. Das muss man dazu ja auch sagen. Das ist ja nicht einfach so, ich reiße das alte Fenster raus und nagel das neue rein mit so Bandeisen, wie wir das vielleicht noch vor 50 Jahren kannten. Also da gibt es ja auch, ich sage einfach nur, dass da keine Wärmebrücken entstehen und so weiter. Nicht? Die Dichtung muss vernünftig sein gegen Schlag, Regen und Schnee. Und die Fachleute wissen ja, das ist ja alles genauso gut wie ich, dass das nicht mal so eben gemacht ist. Denn wir haben genug schwarze Schafe auf dem Markt, die Kolonnen beschäftigen und wo wir nachher die Schadensfälle haben, wo dann der Sachverständige kommen muss und dann, dass die Sache auseinander nimmt und dann ist die teure Nacharbeit da und davon hat keiner etwas. Ich möchte auch so ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Leider ist nur Herr Lang nicht mehr da. Ich hätte ihn ja gerne noch was zu gefragt, denn in der Theorie ist das alles sicherlich in Ordnung und richtig, was er sagt. Aber er hat auch das Thema Messebau angesprochen und zu Corona-Zeiten sind die praktisch auf null runtergefahren.
Jeder Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, besser gesagt Arbeitgeber und Arbeitnehmer auch, aber jeder Arbeitgeber versucht, so lange wie möglich seine gut ausgebildeten Leute zu halten. Auch in schlechten Zeiten. Das haben wir früher immer so gehabt. Auch wenn ich gute Gesellen habe, die ich selber ausgebildet habe, dann versuche ich, die auch durch schlechte Zeiten zu halten, wie auch immer. Wir haben ja eine gute Kurzarbeiterregelung hier in dieser Corona-Zeit immer noch laufen. Und viele Arbeitgeber haben das auch aufgestockt, weil sie eben ihren Arbeitnehmern etwas Gutes tun wollen, sie auch halten wollen damit, damit sie nicht abwandern. Und ein Arbeitnehmer, schwenke ich jetzt mal rüber, der weiß auch, was er an seinem Arbeitgeber hat. Es sei denn, er ist sowieso unzufrieden, dann wechselt er. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Masse der Messebauer, wenn wir mal das Beispiel nehmen, jetzt in den Fenstermontagebereich sind. Das glaube ich nun nicht, das ist graue Theorie. Wo wir drauf gehen müssen, ist, dass wir tatsächlich mehr junge Leute für das Handwerk begeistern, für das Fensterbauerhandwerk, ob das nun in der Herstellung oder in der Montage ist. Wir müssen die Montage vereinfachen, wir müssen die Hilfsmittel dafür haben, dass diese, ich sage jetzt mal ganz einfach, diese Schlepperei nicht da ist, dass sie das fänden. Da gibt es ja heute schon Möglichkeiten mit Sauganlagen und Kräne und so weiter, dass ich es direkt vor die Maueröffnung bringe und dass es praktisch nur noch anschlagen muss. Da muss viel mehr passieren. Ich muss sie dann natürlich auch, wenn der Markt das hergibt, vernünftig entlohnen. Ich gehe mal davon aus, dass das die Mitgliedsbetriebe alle machen, dass sie auch vernünftig entlohnt werden, davon gehe ich aus. Und dann natürlich auch eine ständige Aus- und Fortbildung passiert. Auch das ist, was die Arbeitnehmer wollen, dass sie nicht da stehen bleiben, wo die Ausbildung mal geendet hat, sondern auch die Aufstiegsmöglichkeiten sind, aber auch die Fortbildungsmöglichkeiten sind. Denn auf dem Markt ändert sich ja rasant etwas, Mauerwerksabdichtung und was es da alles gibt. Also der Beruf des Fensterbauers bzw. des Monteurs, da muss sich wandeln. Das ist natürlich keine leichte Aufgabe, ist das ist ganz klar, dass es auch nicht unbedingt eine Aufgabe für Frauen ist. Naja, will ich jetzt nicht verneinen, aber nennen Sie mir mal den Prozentsatz der Frauen, die in diesem Bereich arbeiten, der ist sicherlich im 1, 2, 3, 4, 5 Prozent Bereich höchstens. Höher wird der nicht sein. Also da gibt es eine Menge zu tun, wenn man das Handwerk mal allgemein nimmt, Menschen, junge Menschen fürs Handwerk zu gewinnen. Das fängt in der Schule an. Die Betriebe bzw. die Innungen oder wer auch immer, die Kammern, die müssen in die Schulen gehen. Wir müssen wieder zu Berufsfindungsmärkten kommen. Das wird alles nach Corona wieder kommen, das ist ganz klar. Und dann finden wir auch die jungen Leute, die wir in der Zukunft auch brauchen, um auch dann diese Zuwächse, die sie ja gerne haben wollen, dann auch bringen, dass sie das in der Herstellung hinkriegen, das ist klar. Und dann müssen wir natürlich noch einen Punkt vielleicht auch noch, es gibt ja auch saisonale Schwankungen. Ja. Sie können bei minus 5, minus 10 Grad keine Fenster abdichten, das funktioniert nicht. Mit neuen Techniken vielleicht, ja. Aber wir haben eigentlich über das Jahr einen gleichmäßigen Verlauf, den haben sie nicht. Wir haben jetzt vielleicht einen höheren, aber das wird irgendwann im Herbst zum Winter wieder runterfallen. Ne? Und auch das muss man bedenken in der Herstellung, da kann ich das ganze Jahr durchproduzieren. Aber das andere, jetzt mal als Faktor gesprochen, funktioniert nicht. So, ich muss jetzt mal kurz einen Punkt machen, weil alle zu dem Thema bestimmt noch was sagen wollen. Ja. Qualifikation, irrsinnig wichtig, ist, glaube ich, auch allen klar und steht, glaube ich, in so ziemlich jedem Wahlprogramm an irgendeiner Stelle, dass das unfassbar wichtig ist. Grundsätzlich, wir wollen klimaneutrale Gebäude haben, die sind komplexer als das, was wir früher mal gebaut haben, das muss man wissen. Die Montage vereinfachen unsere Industriebetriebe gerade schon ganz gewaltig, indem sie entsprechende vorgefertigte Systeme herstellen, die einfacher reinzubringen sind, nichtsdestotrotz Anschluss muss sitzen und so weiter und so fort. Ich möchte einmal auf eine grundsätzliche Frage zu sprechen kommen, nämlich müssen wir in Zukunft, und das ist dann so ein bisschen weg vom Thema Fenster, müssen wir in Zukunft in die Jobs, die wir für Energiewende und Klimatransformation sozusagen, die große Transformation, die wir dafür brauchen, müssen wir da gezielt versuchen, Arbeitskräfte hineinzubekommen? Ja, das ist ja so ein bisschen auch die Frage, die im Hintergrund steht. Jetzt sind wir im Moment in einer speziellen Situation mit einer Pandemie, wo hier und da sowieso Transfereffekte auftauchen können. Aber was tun wir konkret, um die Branchen besser zu bedienen, in denen wir das auch wirklich brauchen? Wer möchte zuerst? Ich kann mich nicht melden, aber ich werde. Ich melde mich danach akustisch. Herr Neumann und Herr Gremmels, habe ich auch nicht vergessen.
weil ich wahrscheinlich die größte Kontroverse auslöse. Also wir müssen natürlich sicherstellen, dass jeder Mensch, der einen Job wählt, stellt sich vor, ob er den auch bis zur Rente schaffen kann. So, und bei allen neuen technischen Entwicklungen, die Jobs, gerade die für die Energiewende im Handwerk notwendig sind, sind Jobs, die mit wachsendem Alter langsam schwerer werden, weil ich eine gewisse körperliche Belastung nie ausschließen kann. Und da ist jede Diskussion über ein noch höheres Rentenalter mit Rente ab 68 zum Beispiel wie jetzt kontraproduktiv, weil man sich dann vorstellt, ob man das überhaupt schaffen kann, bis dahin dann lieber einen anderen Job wählt. Die Überlegung aus unserer Sicht wäre, vielleicht sollte man mal überhaupt nachdenken, auch es vorschlagen, mal über eine Lebensarbeitszeit auch nachzudenken, wenn man sich schon nicht unserem Vorschlag Rente 65 anschließen kann, dass man also, wie gesagt, Herr Pohl, dass man in den Zeiten, wo Boom ist, gerade jetzt mehr Arbeit in jungen Jahren und dann, wenn wir die Sanierung geschafft haben, dann eben in Rente gehen kann, weil man die Lebensarbeitszeit abgearbeitet hat, entsprechende Beiträge auch gezahlt hat. Das wäre ein Ansatz, der natürlich recht attraktiv auch für junge Leute vielleicht ist, wenn sie sagen, okay, ich fange mit 20 an, dann arbeite ich 35 Jahre, solange wie die körperlichen Fähigkeiten gut sind, etwas mehr und kann dann mit 55, 56, weil ich die Lebensarbeitszeit eines normalen Büroangestellten, der eben 38-Stunden-Woche hat, dann bis 65 Jahre oder 67 abgearbeitet hat. Das wäre eine Überlegung wert. Eine gute Bezahlung ist auch ganz wichtig und natürlich gute Qualifizierungsmöglichkeiten. Das wären so Überlegungen, die man angehen könnte, um die Sanierungsrate voranzubringen mit mehr Personal und vor allem vielleicht auch mit schneller mehr Personal und schneller voranzukommen. Das ist ein neuer Weg, den würde ich vorschlagen an der Stelle und aus unserer Sicht, wie gesagt, neue höhere Löhne, bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen unerlässlich. Und natürlich gibt es auch Möglichkeiten, auch im Winterfenster zu montieren. Ist nicht ganz so einfach, aber es geht. Aber ich meine, die höheren Löhne, ich habe ja... Was zum Thema Talentkarte sagen, bitte, ja? Ich war jetzt nicht mehr dran, Entschuldigung. Ich wollte nur kurz... Frau Ferlin... Frau Ferlin scheint mich nicht zu hören. Okay. Doch, ich höre Sie, aber es war überlagert von dem Beitrag von Timon Gremmels. So, wenn ich jetzt dran sein soll. Sie sind jetzt mir so, okay, noch stehen, ja. Talentkarte. Ja. Vielleicht können Sie dazu auch noch ein Wörtchen sagen. Also ich glaube, dass es natürlich klug ist, wenn wir Arbeits- oder Berufsfelder attraktiv machen und insbesondere schon in jungen Jahren die Menschen an solche Ausbildungen auch heranführen. Ich glaube, dass wir alle Handwerksberufe sozusagen attraktiver, das nenne ich jetzt einfach mal, vermarkten müssen. Ne? Also dass es da auf jeden Fall eine Informations- und Werbeoffensive geben muss. Ich glaube außerdem aber auch, dass die Meisterprüfung oder beziehungsweise die Aufstiegsfortbildung zum Meister muss kostenfrei werden, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass das hier genau wie alle diejenigen, die ein Hochschulstudium machen, auch möglich ist, bis zu diesem Abschluss sich kostenfrei entsprechend qualifizieren zu können. Und ich glaube, dass wir noch einen wichtigen Beitrag leisten können, wenn wir kleine und mittlere Unternehmen insbesondere dabei unterstützen auf dem Weg zur Digitalisierung. Denn je mehr Digitalisierung sie schaffen in ihren kleinen oder mittleren Betrieben, desto mehr Zeit haben sie für ihren eigentlichen Job, nämlich Fenster einsetzen oder andere wichtige Dinge für die Transformation und die Energiewende. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Beitrag. Und zusätzlich haben Sie natürlich vollkommen recht, dass wir auch in Richtung Qualifizierung gucken, weil es natürlich richtig ist, dass sich der Arbeitsmarkt generell ja sowieso alle, ne, also ständig verändert. Was haben wir vor 50 Jahren noch für verschiedene Berufe gehabt oder in welcher Zusammensetzung? Und da dann entsprechend natürlich Menschen auch dabei nicht nur beraten, sondern auch unterstützen, wenn sie beispielsweise auch sich neu orientieren und das entsprechend dann auch attraktiv gestalten, sich da für Berufe zu entscheiden, die wir gerade natürlich ganz besonders dringend brauchen. Dank. Jetzt Herr Neumann. Danach Herr Gremmels. Damit wir dann noch eine klitzekleine Schlussrunde machen können, darf ich Sie bitten, sich ein bisschen kurz zu fassen. Das sagen Sie jetzt genau, wo ich anfangen will. Danke. Okay, und als Hochschullehrer rede ich ja in der Regel immer 90 Minuten am Stück. Nein, ganz kurz nur. Das Bildungsthema, haben Sie völlig recht, ist viel breiter anzusehen. Und ich glaube, wir brauchen das, was pro Handwerk, dieses Thema, brauchen wir tatsächlich eine gesellschaftliche Debatte, denn es fängt in den Elternhäusern an, dass also immer noch die Formulierung da angetroffen wird, du wirst nur etwas im Leben, wenn du studierst. Ne? Also da müssen wir, muss die Diskussion stattfinden. Ein zweiter Punkt, das habe ich also auch in meinem Berufsleben.
Der Ton ist weg, Professor Neumann. Ja. Okay, Herr Neumann, wir können Sie leider nicht mehr hören. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das Mikro, ich höre aus unserer Technik, das Mikro ist offen. Eigentlich sollte alles in Ordnung sein, aber er hört auch uns. Was sich systemisch macht, da mal was macht und mal da was macht. Wir müssen das tatsächlich in diese Roadmap schreiben. Das muss sozusagen ganzheitlich stattfinden. Wir müssen wir überarbeiten, nachreden, über Qualifikation, über Weiterbildung. Das sind unendlich viele Themen. Ich würde mich aber weigern, das immer nur einzeln. Dann kommt die nächste Branche und dann haben wir ein Stückwerk, keiner sieht mehr durch. Und das Thema Energiewende scheitert ja auch deshalb im Moment, weil wir, je mehr wir staatlich vorgehen wollen, regeln wollen, wieder Ausnahmen kommen und das Gesetzeswerk EEG, das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Rechtsanwälte. Also wir brauchen da einfach einfache Lösungen, wir brauchen da einfach Dinge, die die Menschen verstehen. Wir reden über Akzeptanz und ich mache jetzt mal Schluss an der Stelle, aber das muss man tatsächlich angehen in der nächsten Legislatur. Jetzt Herr Gremmels. Ja, wunderbar. Ich glaube, dass das ein ganz entscheidendes Thema ist und ich habe natürlich im Vorfeld der heutigen Veranstaltung mit dem Fensterbauer meines Vertrauens gesprochen und der sagt mir, dass er gerne auch hohe Löhne zahlen möchte. Es ist aber schwer, die am Markt durchzusetzen, weil der Mitbewerber, ja, der sozusagen Polen oder sonst wo Fenster baut, sozusagen das unterbietet und das natürlich dann schwierig ist, das am Markt durchzusetzen. Ich glaube, deswegen wäre ein Instrument zu gucken, wie kriegt man das hin, einen europäischen Mindestlohn auf den Weg zu bringen. Das wäre eine Maßnahme und Tariflöhne auch in anderen europäischen Ländern auf den Weg zu bringen. Weil was ist entscheidend für junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen? Das ist die Frage zum einen Arbeitszeit und zum anderen auch Bezahlung. Das sind zwei neben dem Job, der einen Spaß machen soll. Und da konkurriert natürlich das Fachhandwerk auch mit ganz anderen Berufen. Was ich spannend finde, ich bin, was Arbeitszeitmodelle angeht, glaube ich, müssen wir sowieso mal ran. Allerdings bin ich sehr dafür, dass man sich genau das anguckt, was man fordert. Im ersten Moment Wochenarbeitszeiten, wie sie Österreich hat zum Beispiel, klingt spannend, aber da würde ich mal gucken, was hat das für gesundheitliche Auswirkungen. Wenn wir alle bis 67 arbeiten müssen, und ich möchte ja auch, dass der Arbeitnehmer dann auch in seinen 50er Jahren noch fit ist, ist das möglich, wenn er sozusagen die ersten 30 Jahre seines Berufslebens 10 Stunden am Tag gearbeitet hat, wenn auch nur 12 Stunden am Tag gearbeitet hat, wenn auch nur an 4 Tagen in der Woche. Also das müsste man also evaluieren, weil ich glaube, Ihnen und der Branche ist nichts geholfen, wenn wir dann sozusagen ältere Arbeitnehmer haben, die viel krank sind und die dann ihrem Beruf nicht nachgehen können. Ich glaube, dass insgesamt, und es gibt ja ganz viele Studien, auch Prodi-Prognos-Studie zur Fachkräftesicherung im Gebäudesektor, die sagt ja, wir haben einen großen Fachkräftemangel bis zum Jahre 2040, 140.000 Beschäftigte. Das ist eine große Hausnummer. Natürlich diskutieren wir jetzt auch gerade, wenn wir Transformation der Industriegesellschaft, der Automobilwirtschaft uns angucken, kann man auch nicht Beschäftigte da umqualifizieren. Da ist sicherlich die Weiterentwicklung der Arbeitslosenversicherung hin zu einer Arbeitsversicherung ein Baustein, aber auch das Transformationskurzarbeitergeld kann eine Lösung sein. Wobei so ganz einfach ist das nicht, weil das Lohnniveau, ich sage jetzt mal hier bei uns in der Region, bei Volkswagen, schon nochmal ein anderes ist wie im Handwerk. Also da müssen wir genau hingucken, wie wir das attraktiv gestalten können und wie wir das dann auch so machen können, dass die Beschäftigten in diesem Bereich auch eine Perspektive haben. Ich glaube, dass wir da auch in der nächsten Wahlperiode gucken müssen, dass wir zusammen auch mit der Arbeitsagentur gucken, wie wir dort auch eine Weiterbildung lebensbegleitend machen können, eine Fortbildung, auch Umschulungen noch im höheren Alter durchführen können. Aber die Frage, wie wir das finanzieren, wie wir es auch attraktiv machen, wie gesagt, das glaube ich, ist mit einem Mindestlohn und Tarifregelungen auch auf europäischer Ebene wichtig. Lassen Sie mir noch mal eins sagen, was mir auch nochmal wichtig ist, weil ich mache ja auch noch Kommunalpolitik und auch die Frage, wie wir hier kommunale Aufträge ausschreiben. Ja. Aus meiner Sicht müssen wir noch eine Regelung finden. Ich weiß, dass es vergaberechtlich schwierig ist, aber der regionale Wertschöpfung muss künftig noch eine höhere Rolle spielen. Es kann nicht sein, dass sozusagen Zuschläge hier, ja, wenn wir eine Schule sanieren, wir haben es Gott sei Dank hingekriegt bei uns im Landkreis Kassel, aber ich kenne vergleichbare Gebietskörperschaften, dann kommt der Fensterbauer nicht aus der Region, sondern von deutlich weiter weg. Er kommt vielleicht auch noch nicht mal aus Deutschland. Das kann nicht sein. Ich glaube, dass wir hier Wege und Mittel finden müssen, um auch die regionale Wertschöpfung einen höheren Stellenwert einzurichten und auch hier die Betriebe zu unterstützen, die wohnortnah Arbeitsplätze anbieten und in der Regel auch eine sehr gute Leistung. Vielleicht zu etwas höheren Preisen, aber eine sehr gute Leistung abbieten. Aber das muss es uns auch wert sein,
weil volkswirtschaftlich das unterm Strich die sinnvollere Lösung ist. Danke, Herr Gremmels. Da hätte ich jetzt ja fast selber kein besseres Schlusswort finden können. Ich habe eine Schlussfrage, die Sie alle in 5 Sekunden beantworten können. Genau genommen sind es 2. Erstens, kriegen wir in dieser Legislaturperiode noch eine Novelle des Klimaschutzgesetzes und ein Sofortprogramm? Zweitens, wie spielt heute Abend Deutschland gegen Frankreich? Und Sie dürfen eins davon beantworten mit, ist mir piep egal. Holz. Ich tippe mal, ich bin ja Patriot, ich tippe mal auf klassische 2-1 für Deutschland. Und das andere ist, wir haben noch eine Sitzungswoche vor der Sommerpause oder vor der parlamentarischen Sommerpause. Und wir haben eine Tagesordnung, wir haben einen Stundenplan und das muss abgearbeitet werden und das andere ist nicht mit drin. Okay. Ja, aber auf diesen Stundenplan, um den Kollegen zu ergänzen, der hat ja. Aber auf diesem Stundenplan steht eine 60-Minuten-Debatte zu sehr vielen Energie, zu sehr vielen Energie- und Klimathemen drauf. Also ich glaube, wir kriegen ein Klimaschutzgesetz in dieser Wahlperiode noch hin. Wir kriegen noch etwas bei der Carbon Leakage Verordnung hin. Wir kriegen auch noch was beim Energiewirtschaftsgesetz und der EEG-Änderungen hin. Und wir kriegen auch noch etwas hin bei RED II, bei der Frage Naturschutz. Also zumindest laufen da noch sehr intensive Verhandlungen und der Wirtschaftsausschuss ist schon zu einer Sondersitzung eingeladen. Ich gehe mal davon aus der Umweltausschuss. Wir verhandeln hart, auch bis zum Schluss. Ich bin Berufsoptimist, sowohl was die Energie- und Klimathemen angeht, als auch was unsere deutsche Nationalmannschaft angeht. Deswegen sage ich, wir gewinnen heute Abend 3-2 und Deutschland wird Europameister. Europameister gleich, wow. Frau Ferlin, wie sehen Sie es? Also ich fände, es wäre ein schlechtes Bild, wenn die Union und SPD sich nicht mehr einigen können, noch die angefangenen Gesetze sozusagen, die wir in der ersten Lesung bereits hatten, noch abzuschließen vor der nächsten, also bis zur nächsten Woche. Also wir sollten damit jetzt auf jeden Fall noch rechnen, dass das Klimaschutzgesetz, dass also die genannten Gesetze, die Timon Gremmels gerade aufgeführt hat, dass die noch abgeschlossen werden. Alles andere wäre echt ein Armutszeugnis. Ich glaube aber, dass das auch gar nicht reicht. Also das sogenannte Sofortprogramm, also ich sehe davon nichts sofort. Ne? Also das Einzige, was jetzt nochmal Gesetzescharakter hat und nochmal diskutiert wurde auf diesem Level, war das angepasste Klimaschutzgesetz. Aber alle anderen Dinge, die in diesem Sofortprogramm stehen, das geht ja um viele Dinge, die dann irgendwann passieren. Also eigentlich ist das ein Irgendwann-Programm, also beispielsweise auch Gebäudeenergiegesetz nochmal anfassen und so weiter. Haben wir ja eben eine Jahreszahl gehört, dass es eher für 2022 geplant ist. Also das wird jetzt mit Sicherheit nicht mehr nächste Woche diskutiert, obwohl es dringend nötig wäre. Also insofern glaube ich, dass wir über den Sommer noch genug Zeit haben werden, darüber zu sprechen, was eigentlich als allererstes passieren muss, ich sag mal in den ersten 100 Tagen einer neuen Regierung dann ab Herbst. Und Fußball, keine Ahnung, ich würde sagen, vielleicht 2-0 für uns. Ja, schön, danke. Ich würde wahnsinnig gerne mich jetzt auch noch eine Stunde über das Sofortprogramm unterhalten, aber das können wir jetzt nicht mehr. Herr Lenkert. Ja, also ich wäre froh, wenn die Koalition sich noch einigen könnte und überhaupt was auf den Weg bringt. Es wird nicht ausreichend sein. Ich stimme Julia Verlinden zu. In der nächsten Wahlperiode müssen wir an dieser Stelle ganz schnell sein. Ich bin nicht ganz so optimistisch, was den Fußball angeht. Und im Sinne der deutsch-französischen Freundschaft als Motor für die europäische Entwicklung wäre ich mit einem 1-1 auch zufrieden. Oh, sehr diplomatisch. Herr Neumann. Ja, dann würde ich ganz kurz abschließen. Also ich gehe jetzt davon aus, dass die GroKo-Kraft ihrer Mehrheit das alles durchpeitschen wird, so wie wir es beim EEG hatten, auch bei anderen Dingen. Das heißt, es wird alles durchgehen und man wird dann mit Beginn der neuen Legislatur alles wieder novellieren müssen, weil die Dinge tatsächlich nicht ausreichen. Und dann für die neue Legislatur braucht es eben diese Roadmap, das habe ich gesagt. Da gibt es Vorstellungen auch, es gibt verschiedene Leute, die sich da Gedanken machen. Das muss als erstes angegangen werden, wirklich dieses Gesamtpaket. Und zum Fußball, wir sind ja Europameister, ne?
also nicht im Fußball, aber beim Strompreisen. Und es sind zwei starke Partner heute auf dem Spielfeld. Ich tippe mal 1-0 für unsere Nationalmannschaft. Vielen Dank auch an Sie, lieber Herr Neumann, und an die ganze Runde nochmal für die engagierte Debatte. Ich glaube, da ist uns allen bewusst, wir werden für die nächsten Jahre noch genug zu diskutieren haben. Wir haben alle gemeinsam eine Riesenaufgabe vor der Brust. Was mich immer ein bisschen beruhigt bei der Geschichte ist, zu sehen, dass Sie alle da echt richtig mit Engagement und Herzblut dabei sind und Ihre Kolleginnen und Kollegen, die irgendwo an der Schnittstelle zu diesen Themen unterwegs sind, auch alle. Das finde ich richtig gut. Ich gebe jetzt noch mal für ein kurzes Schlusswort ab an meinen Kollegen Frank Lange, der mit zwei Sätzen Sie alle noch mal entlässt. Von meiner Seite nochmals herzlichen Dank und Ihnen allen toi, 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 gutes Gelingen für die Bundestagswahl. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussion, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Wir sehen, es ist ein breites Spektrum an Themen, was wir zu bearbeiten haben, aber das zeigt auch, dass wir Möglichkeiten haben, in die richtige Richtung uns zu bewegen. Ich kann sagen, dass unsere Branche, unsere Themen mit Transparenz und Dynamik auch die Fragen nach sommerlichen und nach winterlichen Klimaschutz aufnehmen. Wir haben die Lösung dafür. Wir haben mit Sicherheit auch die Lösung dafür, dass wir die Kapazitätsfrage angehen werden. Und wir stehen für höhere Sanierungsraten. Wir glauben auch, dass gute Gebäudehüllen, dynamische Gebäudehüllen nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz sind, sondern auch für Gesundheit, für angenehmes Wohnen, für Bauphysik, für Schimmelfreiheit, für Lärm. Also es ist ein gutes Thema. Wir können es angehen für das Klima und für die Menschen. Wir bedanken uns herzlich für die Teilnahme an dieser Runde. Die Studie werden wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Und wir schauen mal, was noch in den nächsten Wochen so passiert. Bis zur Bundestagswahl. Ihnen alles Gute für Ihre Wahlkreise, für Ihre politischen Ziele und für Ihr persönliches Weiterkommen. Und danke von uns in diese Runde. Abschließend noch, wir hatten heute das dritte Mal in Folge etwas technische Probleme, weil uns das Netz weggebrochen ist. Mein Freund und Kollege, der uns hier heute technisch durch die Runde geführt hat, hat wieder alle Register getückt und eins seiner vielen Handys dazu gehabt. Also wir sind ja quasi mobil rausgegangen, weil vielleicht die Amerikaner mit ihrem Präsidenten in Genf telefonieren, keine Ahnung, was nebenan los war. Wir hätten auf jeden Fall massive Störungen. Bitten, das zu entschuldigen. Aber ich hoffe, wir haben die Inhalte rübergebracht. Ihnen alles Gute. Vielen Dank für die Teilnahme. Und ja, wir werden uns ja mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle in der politischen Diskussion wiedersehen. Herr Puls, vielen Dank, dass Sie hier waren.